Hey, heute sortiere ich mal deutsche Minecraft-Server in eine Tierliste ein. Viel Spaß. Hier, wir haben jetzt 6 Tiers. Hier ganz unten kommen welche hin, die ich eigentlich nicht richtig einordnen kann. Hier natürlich die schlechten, langweiligen, okay, gut und sehr gut. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Als erstes ist hier Timolia. Timolia ist tatsächlich mein Lieblingsserver. Dort gibt es einfach viele innovative Modis. Und Modis, die man auch nirgendwo anders spielen kann. Mir gefällt der Server sehr gut und ich verbringe auch sehr viel Zeit dort. Deswegen kommt Timolia für mich in sehr gut hier. So, Gomme. Gomme ist halt so ein Standard-Server, würde ich sagen. Also da gibt es halt alles irgendwie. Für mich ist halt auch Gomme, genauso wie Timolia, auch so ein bisschen nostalgisch geprägt. Weil ich dort halt auch schon extrem lange spiele. Gomme ist aber mittlerweile so verschwitzt. Gomme kommt für mich ins Gut hier. Meinsucht, da war ich nur wenige Male drauf, weil Kollegen von mir mit mir auf den Server wollten. Aber ich muss sagen, der Server ist irgendwie so ein Gomme-Abklatsch. Der ist ziemlich langweilig und ich finde den persönlich ziemlich langweilig und ich kann damit nichts anfangen. Langweilig Tier. Hypixel. Hypixel dagegen ist für mich ein sehr guter Server. Da gibt es auch wie bei Timolia viele Modis, die du nirgendwo anders so finden kannst. Ich spiele dort auch sehr viele Modis sehr gerne. Timolia kommt für mich auch ein sehr gutes Tier. Neruxface. Neruxface hat auf jeden Fall auch Modis, die ich sehr gerne spiele. Der Server gefällt mir auch auf jeden Fall so sehr gut. Allerdings ist auch dort das Problem, dass alles so ein bisschen verschwitzt ist. Und die Auswahl ist nicht so groß. Deswegen kommt Neruxface für mich ins Gut hier. Z-Games. Smite MC und Skyver MC. Okay, wir fangen mal mit Smite MC an. Das ist ja der Server von Leon, aka G-Crafting. Mir gefällt der Server tatsächlich sehr gut. Der Server ist ja jetzt schon seit längerer Zeit in Wartungsarbeiten bzw. down. Genauso wie mein Server. Zum Zeitpunkt, wo ich drauf war, gab es dort auch Bad Wars und MLG Rush. Ich muss sagen, man hat schon gemerkt, dass alles sehr gut gemacht war. Man kann dort auch auf jeden Fall Spaß haben. Das Team war recht korrekt. Gab aber einige Sachen, die mich gestört haben. Deswegen kommt Smite MC für mich ins Gut hier. Skyver MC. Beim Release war Skyver MC tatsächlich nicht so der Knüller. Also dort war vieles unfertig. Es gab tatsächlich mehrere Bugs. Rechtschreibfehler in den Nachrichten und so weiter und halt die Auswahl war nicht so groß, also es gab nur City-Build in der 1.1.8, glaube ich. Ich habe dort aber letztens nochmal vorbeigeschaut und ich muss sagen, es hat sich wirklich viel geändert. Man kann jetzt auch noch Free-Build spielen, die Fehler wurden behoben, alles ist recht schick designt. Wenn man mal so einen etwas entspannteren und kleineren City-Build-Server sucht, kann man dort auf jeden Fall mal reinschauen. Mit City-Build kann ich persönlich jetzt aber nicht so viel anfangen, deswegen kommt SkyverMC für mich ins Okay-Tier. Cytoxian oder Cytoxian ist für mich tatsächlich auch ein sehr guter Server. Dort gibt es ja zum Beispiel Minecraft Party, was es in der Form eigentlich nirgendwo anders zu finden gibt. Und auch andere Modis sind recht cool gemacht. Aber als so ein Main-Server fehlen mir irgendwie so einige Modis. Deswegen kommt Cytoxian für mich ins Gut hier. Griefer Games. Dort habe ich früher mal eine Zeit lang auch relativ viel gespielt. Das ist ein riesiger City-Build-Server. Allerdings, wie schon gesagt, mit City-Build kann ich persönlich nicht mehr so viel anfangen. Und abgesehen von City-Build ist da ja auch Sense. Außerdem ist da nicht wie zum Beispiel auf SkyverMC alles so gemeinschaftlich. Deswegen kommt Griefer Games für mich ins Langweilig-Tier. In Trouble. Einige Leute, die ich kenne, feiern den Server sehr und spielen dort auch gerne. Ich persönlich kann mit dem Server aber nicht so viel anfangen und dazu ist er auch noch so ultra verschwitzt. Deswegen kommt er für mich ins Langweilig-Tier. Anti-AC kann ich gar nicht ab. Kommt für mich genauso ins Langweilig-Tier. OP-Sucht und Durchrasten sind ungefähr das gleiche, deswegen. Deswegen rede ich jetzt einfach mal für beide. Kannst dort genauso wie auf Griefer Games im Grunde genommen nichts anderes machen, außer City-Build spielen. Ich war da ein paar Mal drauf und man wird einfach durchgehend nur gescammt. Deswegen kommen die beiden Server für mich ins Schlecht hier. Mineplex ist für mich eigentlich tatsächlich auch ziemlich langweilig. Allerdings konnte man dort ein Masterbuild das immer ziemlich gut reintrollen. Deswegen kommt Mineplex für mich ins Okay-Tier. Askalter.de. Ein kleiner Spielbuild-Server, auf dem ich früher auch mal einige Zeit lang viel Zeit verbracht habe. Eigentlich sind die Leute da ganz nett. Du kannst dort recht solide Freebuild spielen. Aber ansonsten gibt es halt nicht so viel Auswahl, deswegen kommt das kalte.de für mich ins Okay-Tier. Playhills, früher Yatomera.eu, glaube ich. Wer jetzt könnte glauben, aber dort habe ich auch früher mal viel Zeit verbracht. Eigentlich waren dort Nock und die Meister war immer relativ knorke. Mittlerweile ist der Server leider ziemlich langweilig geworden. Du brauchst für viele Features, braucht man einen Rang und es spielt halt kaum noch jemand. Deswegen kommt Yatomera aka Playhills für mich ins Langweilig-Tier. CubeCraft. Ihr werdet es kaum glauben, aber auf CubeCraft habe ich früher auch mal viel Zeit verbracht. Ich habe dort sogar noch bis heute den Goldrang. Ich habe dort ziemlich gerne Lucky Islands gespielt. Dann kamen aber einige Lucky Islands Updates, die ich schon nicht so gefeiert habe. Dann haben sie irgendwann den Server auf 1.12 Plus hochgestellt, also auch das PvP damit geändert. Früher hätte ich ihn ins Gute getan, aber jetzt auf jeden Fall ein Okay. Zu 2B2 kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, ein Freund wollte mal mit mir auf den Server connecten. Ich war dann aber 2 Stunden in der Warteschlange und bin gar nicht draufgekommen, sodass ich den Server noch nicht vom Inneren gesehen habe. Deswegen... ja, kann ich halt nicht einsortieren. Zu Wingcraft kann ich allerdings schon einiges mehr sagen. Einige Leute, die ich kenne, haben den Server gefeiert. Ich persönlich mag den Server gar nicht. Man muss direkt am Anfang ein Server-Texture-Pack runterladen. Das alles ist so ein Roleplay gehalten. Auf mich hat es so gewirkt, als ob man nichts richtig machen kann. Es waren ständig irgendwo Barrieren. Der Server war auch teilweise ziemlich verbuggt. Vor allem dieses Tutorial am Anfang hat mich absolut abgefuckt. Mir gefällt der Server einfach allgemein nicht. Deswegen kommt er für mich auf jeden Fall ein Schlecht hier.
Kiwi SMP. Dort war ich auch mal drauf, weil ein Freund mit mir darauf connecten wollte. Eigentlich ist das alles sehr gut gemacht. Es gibt dort auch Freebuild, wo quasi so die Welt nachgebaut ist. So rein von der Landschaft her. Also da gibt es auch so eine Minecraft-Weltkarte, die da irgendwo hängt. Du wirst halt irgendwo random hingespawnt. Du kannst jetzt zum Beispiel irgendwo in Sibirien in Russland spawnen, in irgendwelchen Fichtenwäldern oder irgendwo in der Sahara, dann in großen Wüsten. Ein Block sind da quasi so 10.000 Blöcke in Real Life, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also das war eigentlich richtig gut gemacht. Dort gab es auch viele verschiedene Clans und so eine Live-Map und so. Für mich war das aber eigentlich nicht wirklich. Deswegen kommt Kiwi SMP für mich ins Okay Tier. Bausucht. Ist auch ein City-Build-Server, ist so ähnlich wie FIFA Games und für mich auch ziemlich langweilig. MC Play? MC Play ist für mich ein ultra geiler Server, dort gibt es auch viele Modes, die es nirgendwo anders gibt. Deswegen kommt MC Play für mich ins Gut-Tier. Mammalia und Randy MC. Ich hoffe zuerst Randy MC, weil das ein bisschen schneller geht. Randy MC ist, glaube ich, dieser Server von Dr. Banks. Kann ich eigentlich gar nicht so sagen, weil ich glaube, ich bin noch nie drauf. Deswegen, ja, kann ich halt nicht einordnen. Mammalia, dazu habe ich auch eine kleine Story. Mammalia, Real Talk, dort spielen einfach nur Bots. Ich meine, seid ihr mal auf den Server connected? Ich habe dort öfters mit Battle Battles gespielt und die Leute dort sind so schlecht, obwohl ich eigentlich nicht so gut in der 1.9 PvP bin. Gewinnt man da einfach so leicht, also das ist wirklich unfassbar, was für Bots auf dem Server sind. In der Lobby hat gefühlt jeder diesen Steve-Skin mit der Maske und ihre Modis klauen die irgendwie von Hypixel, also die haben das Hypixel-Battle einfach nachgecodet. 1 zu 1, sogar die Preise. Aber weil man auf Mammalia auch Spaß haben kann, kommt Mammalia für mich ins Okay-Tier. Witzer.tv spare ich mir mal zum Schluss auf. The Hive. Da ist ja tatsächlich pleite gegangen. Also in der Bedrock gibt es den Server immer noch, aber die Java Edition musste Schluss machen, weil einfach zu wenig Spieler drauf waren. Eigentlich recht schade, die hatten dort einige Modus, die Spaß gemacht haben. Bad Wars war dort eigentlich immer recht okay. Aufgrund des Grottenschlechtes an die Cheats waren allerdings in jeder Runde mindestens zwei Hacker. Einer davon war dann meistens ich. Wenn ich auf dem Server gespielt habe, dann eigentlich nur um zu hacken. Ja, und ja, irgendwann wurde der Server dann geclosed und seitdem habe ich auch nicht mehr gehackt. Hive kommt für mich trotzdem ins Okay hier. Tverion und Tryhub. Eigentlich zwei recht solide Server. Tryhub ist ein recht kleiner Server, den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Tverion dagegen ist etwas größer. Da sind eigentlich viele Modis relativ nice umgesetzt. Bei manchen Servern muss man sich jetzt so mit so einem Passwort am Anfang einloggen, wenn man auf den Server connected. Ja, das habe ich irgendwann vergessen, dann konnte ich nicht mehr auf dem Server spielen. Ja, und deswegen kommt Tverion für mich ins Okay hier. Tryhub. Tryhub ist für mich eigentlich einer der besten Server. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal drauf gespielt habe, gab es allerdings nur einen Modi, das war nämlich Capture the Flag. Aber das hast du in der Form nirgendwo anders gefunden, das hat ultra Bock gemacht. Der Server war allgemein noch ein bisschen verbuggt, das haben sie alles recht schnell gepatcht. Dadurch, dass es so ein kleines Netzwerk ist, habe ich auch extrem Respekt davor, dass die alles selber gecodet haben. Man merkt einfach, wie viel Liebe hinter dem Server steckt. Ich würde Tryhub so zwischen gut und sehr gut setzen, aber ich setze mal nach gut. Revenzeit, der Server hatte viele coole Modis, die User waren eigentlich recht connect und dieser Spawn-Fight und dieses Knock in der Lobby, das hat auch immer echt Bock gemacht. Der Server hat halt für mich auch eine emotionale Bedeutung und deswegen kommt er für mich ins sehr gut hier. So, das war jetzt mal so meine Tierliste, was die meisten großen in Deutschland bekannten Minecraft-Server angeht. Habe ich noch Server vergessen? War ich vielleicht auch ein bisschen unfair beim Einsortieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann können wir ein bisschen diskutieren. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt hier rechts noch mein Weihnachtsspecial ansehen oder darunter könnt ihr meinen Kanal abonnieren.